Bist du fertig? Nix. Ey, willkommen bei unserem ersten Podcast, würde ich mal sagen. Willkommen, Bro. Was geht? Mit bisschen Verspätung, weil ich im Stau stand, was du mir nicht glauben willst. Bist extra aus Zürich hier nach Frankfurt gefahren. Wir sind hier jetzt bei den Jungs von uns, bei Buzzplug im Omniturm. Genau. Shoutout Buzzplug. Shoutout to Buzzplug. Die Jungs, die sind nicht gerade was zu essen holen. Gott sei Dank lassen sie uns jetzt erstmal ein bisschen in Ruhe. Genau, also erste Folge wird wahrscheinlich ein bisschen speziell für uns beide. Ja, 100%. So, weil wir sind uns nicht gewohnt so vor der Kamera und so. Ich eher hinter der Kamera. Ja, vor allem, das wollte ich nochmal sagen. So zum ersten Mal, jetzt zeigst du so auch wirklich den Leuten dein Gesicht. Mhm. Und wir waren ja letztens in Zürich unterwegs mit Mo und so, ne? Mhm. Und was ich halt krass fand ist, jemand hat dich einfach erkannt. Weißt du noch? Aber ich muss schon sagen, Bro, das ist jetzt nicht jeden Tag so. Ja, aber ich denke mir so, Alter, wenn jemand dich erkennt auf der Straße, random, weißt du? Wie krass muss er dich stalken? Weißt du, du postest ja nicht oft Bilder von dir oder alles rum und an, du bist ja eher für deine Arbeit bekannt. Und er kommt einfach auf dich zu und sagt, ey, bist du nicht der Jack? Oder wie das gesagt schon hat, heftig, weißt du? Schon heftig, ja. Ja, so, ich finde das einfach geil. Aber passiert jetzt nicht jede Tage, so nicht. Nee? Nee, Bro. Aber wie gehst du damit um, wenn du dann sozusagen so erkannt wirst oder alles rum und dran? Freut dich das oder wie ist das bei dir gerade? Also ehrlich gesagt, so in der Schweiz ist es noch nie wirklich, vielleicht 2-3 Mal passiert. Okay. Ja, so in Spanien, so krass. Sevilla. Ja? Weil ich oft da war. Ja, stimmt, mit Rakitic damals. Ja, ne? Genau. Und sonst so Barcelona vielleicht 1-2 Mal, aber sonst. Boah. So in der Schweiz eher weniger so. Krass. Genau. Aber wie gesagt, in der Schweiz eher weniger, weil du auch nie in der Schweiz bist. Ja, stimmt. Wie ist das denn so für dich so, wenn du in die Schweiz kommst? So, ist das dann wirklich für dich so, okay, jetzt bin ich zu Hause? Oder ist das eher so für dich, so du hast nicht mehr so die Bindung zur Schweiz? Weil ich habe dich ja so eher kennengelernt, so dass du wirklich so auch schon ein stolzer Schweizer bist, ne? Ja, also ich bin schon ein stolzer Schweizer. Mhm. Ich bin ja mein ganzes Leben, habe ich in der Schweiz gelebt. Aber ich bin halt selten da so. Aber ich bin sehr gerne da. Ich bin sehr gerne mit meiner Familie, mit meinem Hund. Geil. Ja, stimmt, dein Hund hast du ja auch. Du liebst Hunde, ne? Genau. Ich habe komplett Angst vor Hunden. Ja, der war zum Glück nicht da, als wir da waren. Aber so generell, so jetzt Spanien, alles rum und dran, ne? Eher wärmere Länder. Mhm. Wo fühlst du dich denn so am meisten wohl? In was für einem Land oder in was für einer Umgebung? Ja, schon eher wärmere Länder, okay. Ehrlich gesagt. Ja, schon krass. So, ich habe ja auch, wie gesagt, in der Schweiz gewohnt, weißt du ja. Ich habe da ja Fußball gespielt auch und boah, echt, ich finde die Schweiz geil, aber ist halt so ein riesen Kontrast zu Deutschland, auch wenn es direkt nebeneinander ist. Mhm. So, meine Eltern leben da so auch in der Schweiz, aber so ist halt viel weniger los, wenn du in der Schweiz bist. Ich weiß noch, das kann der Moja vielleicht später auch mal erzählen, so wenn du da bist, du bist einfach nur am Chillen. So, du hast keinen Stress, alles rum und dran. Ja. So, das ist ein ganz anderer Vibe als Deutschland. Bei uns in Deutschland ist eher so Hektik, Hektik, Hektik. Du musst von links nach rechts, hier, da und da und da. Da ist eher so, okay, ich gehe jetzt meinen Weg und dann beruhige ich mich so und chille einfach. Mhm. Hast die Berge drumherum und so. Weißt du, das ist ja so diese Atmosphäre, die du hast. Aber wie findest du denn Deutschland? Also ich muss sagen, mittlerweile habe ich ja sehr, sehr viele Freunde hier. Mhm. Du, Mo und so. Ich genieße die Zeit hier, ehrlich gesagt. Mhm. Ich merke hier zum Beispiel Frankfurt hier, für mich ist Frankfurt so das New York City so von Europa, so, weil hier läuft, hier ist ein bisschen Kultur, so Fußball ist wichtig, so. Ich finde schon cool hier. Ja, die Leute sagen ja auch Frankfurt am Main und nennen das Manhattan. Ja. Wusstest du das? Ja, nee, wusste ich. Wegen den ganzen Hochhäusern hier. Ja. Und Manhattan sind ja auch viele Hochhäuser und deswegen nennen die das Manhattan. Es gibt so ein paar Lieder von Frankfurter Rappern, hier ist ja auch Rap geisteskrank. Wahrscheinlich Haftbefehl. Ja, genau, Rap ist hier geisteskrank, also hier sind so viele Rapper, die aus hier kommen, so, ne? Das also, fühle ich aber auch so. Ja, und die also sind deswegen auch so diese New York genau. Culture so. 100%, weil überleg mal so, Frankfurt ist jetzt auch ist schon eine große Stadt in Deutschland, jetzt nicht die Top 2 groß oder Top 3, weiß ich gar nicht, ob die in der Top 3 sind. Ich glaube, Köln, meine ich, das ist natürlich ein bisschen größer noch, aber du hast hier so einen Pulk an Leuten, die rappen, oder irgendwelche Sachen machen und die immer über Frankfurt reden. Weißt du, also Frankfurt das sind, sind die patriotischsten, wie man das nennt, keine Ahnung, die sind die meist patriarchischen oder wie man das auch nennt, so, ich weiß, was du meinst. Für deren Stadt. Die lieben deren Stadt so sehr. Das kannst du mit Köln, klar, Köln ist auch so, Berlin ist auch so, wirklich krass, aber das ist schon ein eigener Vibe hier in Frankfurt, so, weißt du, das ist schon krass. Lass mal über unseren Podcast so ein bisschen reden. Ja, 100%, 100%. So für viele kommt das wahrscheinlich ein bisschen unerwartet so. Ja, Mann. Ich meine, von mir ist jetzt auch so, auch für dich ist eigentlich ein unerwarteter Move so eigentlich. 100%. Wie kamst du dem Ganzen so? Boah, ich sag so dir aus ehrlich, deiner Sicht. Also aus meiner Sicht, das hatte ich dir auch schon mal erzählt, so, aber ich erzähle es auch nochmal für die Leute nochmal. Das ist für mich so eine Sache, die will ich schon seit 4-5 Jahren machen. Mhm.
Und für mich war es immer so, okay, dann habe ich immer Ausreden gesucht. Weißt du, ich habe viele Sachen gemacht und mache auch viele Sachen, Gott sei Dank. Und ich habe mich nie getraut, vor die Kamera zu gucken, also zu kommen, weißt du, so mit Leuten zu reden über die Sachen, die ich erlebe. Weil ich mir dann dachte, okay, vielleicht ist mein Leben gar nicht interessant und alles drum und dran. Und ich habe mich immer, das habe ich immer weggezogen von mir so. Ne? Ich habe gesagt, komm, nee, ich mache das dieses Jahr nicht. Ich mache es nächstes Jahr, ich mache es übernächstes Jahr. Verschieben, ja. So immer verschoben und ich habe es auch voll vielen Leuten erzählt, so, ne? Meinen engsten Freunden habe ich immer erzählt, ey, ich will irgendwann einen Podcast machen. Hast du denn viele Podcasts auch geguckt, so? Ja, also ich habe, nachdem das dann ein bisschen konkreter wurde, habe ich dann fast nur noch Podcasts geguckt, aber immer so zum Einschlafen habe ich mir auch immer so Podcasts von Logan Paul und so angeguckt, weil ich finde das einfach geil, so wie die dann miteinander reden, so, ne? Und du hast mir dann auch erzählt von diesem Full Send und so, genau, von den Neck Boys. Also es ist halt richtig geil, so, ne, zu hören, worüber die Leute dann reden und so. Mhm. Und dann dachte ich, ey, warum nicht einen eigenen Podcast machen? Und dann, wie der Zufall es ja wollte, hast du mich darauf angesprochen, weil ich habe dir das mal erzählt. Also das Ganze hat ja so angefangen, du hast mich gefragt, genau, was für Kameras oder allgemein so Mikros, so, was man da benutzen kann. Ja. Und ich weiß noch, zu diesem Zeitpunkt, wir kannten uns nicht so gut, sage ich mal. Und, aber ich hatte da schon so diesen Gedanken so, ich wollte da schon immer selber so einen Podcast so in diese Richtung machen, weil ich halt selber, ich habe bis heute wahrscheinlich etwa 400, 500 Podcasts schon geguckt. Okay, krass. So, deswegen, ich bin ein riesen Fan von Podcasts. Und ich habe dann da schon so gedacht, so, soll ich ihn fragen, ob wir was zusammen machen oder? Wie lange hast du gebraucht, mich das zu fragen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil ich aber für mich ist schon, wenn ich mit jemandem so, sagen wir mal, Geschäfte machen, wenn man es jetzt so nennt, das braucht für mich schon so ein bisschen Vertrauen, ein bisschen, man muss den Menschen ja kennenlernen. Genau. Und so, wie ich dich kennengelernt habe, Bro, wirklich, ich verstehe mich ja mit dir sehr, sehr gut. Ja, so. Ja. Ich habe auch gemerkt, so, wenn ich mit dir telefoniere, so ein Telefon, wo eigentlich 10 Minuten gehen sollte, so, das dauert dann so eine Stunde, zwei Stunden. So. Ja, Mann, ja, man redet dann, man beginnt irgendwie von Fußball und endet dann irgendwie bei Boxen oder keine Ahnung. 100%. Urlaub, keine Ahnung. Ist auch so. Also das war für mich auch, wo du mir dann gesagt hast, ey, Madu Bro, lass mal einfach mal einen Podcast zusammen. Das war aber beim zweiten Anlauf so. Ja, ja. Das war, glaube ich, so ein paar Monate später. Genau. Wo ich habe dir dann geschrieben, so, Bro, willst du eigentlich immer noch Podcast machen? Mhm. Und dann habe ich ja gesagt, so, lass zusammen machen. So. Du warst ich weiß doch, als diese Nachricht kam, ich war so, ich habe mich schon, guck mal, du musst dir vorstellen, um aus dieser Komfortzone rauszugehen, bin ich einfach zum Music Store in Köln gefahren, ne, und habe mir irgendwelche Mikrofone gekauft. Und habe dann raus, und ich habe das einfach nur gemacht, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich dann für eine Sache Geld ausgegeben habe, dann muss ich das wirklich machen. Ja. Weißt du, und dann bin ich einfach in diesen Store gegangen und habe mir so Mikrofone gekauft und habe dann gecheckt, Digga, das sind komplett die falschen Mikrofone. Ja. So, und dann, als du mich dann gefragt hast, sollen wir einen Podcast machen? Dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich nochmal so etwas gespürt, wo ich sage, okay, jetzt muss ich richtig Gas geben. Ja. Und dann haben wir ja geschrieben und dann kam es ja dazu, dass wir das jetzt zusammen machen. Mhm. Und für mich ist halt auch immer wichtig so, klar, man kann viele Sachen auch alleine machen, aber ich bin im Kopf immer noch so ein Teamspieler, weißt du, das kommt wahrscheinlich aus meiner Fußballer-Gene, aus deiner ja auch. Und dann habe ich gedacht, komm, wenn wir das zu zweit machen, macht es doch viel mehr Bock. Weißt du, natürlich, wir haben eine Distanz, Köln und Zürich ist das nicht direkt nebeneinander, aber das ist das kleinste Hindernis, würde ich mal sagen. Und deswegen, so, ich glaube einfach, dann kam das halt mit dem Podcast zustande, da haben wir uns ein paar Mal noch darüber ausgetauscht. Das ging ja dann unnormal schnell, ne? Da haben wir Equipment gesucht, die Sachen bestellt. Die also Sachen, ich sag mal, dieser Zeitpunkt, wo wir uns dafür entschieden haben, was ist das, 2 Monate her, Monat? Ja, höchstens, das war kurz vor der WM. Genau, ja, also so November, Ja. Und das war ja der Zeitpunkt auch, wo dann aus dem Nichts dann Karim und Ben noch ihren Podcast gestartet haben. Genau, genau. Und jetzt so, es kommt so rüber, als würden wir die so direkt kopieren. Also ich wusste das zwar schon davor, dass sie das machen, aber ich muss jetzt sagen, so, das ist jetzt null abhängig von denen. Aber ich muss sagen, ich fühle deren Podcast behindert. So. Ja, Mann, das muss ich auch sagen. Ich fühle das sehr, sehr, was die machen. Vor allem auch für Karim ist es top, so seine Personalität so ein bisschen mehr zu zeigen. Ja. Und ja. Das finde ich ja auch vor allem wichtig. So, das ist so eine Sache, wo ich auch denke, so Fußballer werden ja auch immer so abgestempelt. Ne? Fußballer, die verdienen viel Geld. Das sind keine Menschen, die sind Roboter und alles rum dran. Karim zeigt dann halt durch seinen Podcast, ne, dass er halt ein normaler Mensch ist. Der streamt halt auch viel, sage ich mal, so Kleinigkeiten, wo die Leute ihn halt ein bisschen besser kennenlernen. Der ist ja auch, ne, hat einen geilen Charakter und alles drum und dran. Und deswegen finde ich das einfach top, dass er das mit dem Ben auch macht. Die lieben es ja auch zu labern, so, ne? Auch der Ben vor allem. Und die haben ja lustige Geschichten, muss man ja sagen. Wahrscheinlich laden wir die auch mal ein. Können wir ja mal mit dem ein bisschen reden, so wie das dann, wie das bei denen so abgelaufen ist und so. Ich denke allgemein, so dieser Podcast, das wird ein Mix aus Leuten. Ich denke jetzt mal, es wird eher halt so diese Fußballerschiene sehr viel, halt viele Leute, die auch ein bisschen irgendein Business machen. Ja.
Die erste Folge wird wahrscheinlich, sind wir schon ziemlich sicher, so mit Buzzplug sein, wo wir jetzt heute sind. Genau. Das werden wir auch später dann aufnehmen. 100%. Aber auch allgemein, ich denke so alles ein bisschen rundherum um Fußballer. Das ist es ja, das ist ja am Ende des Tages, warum wir uns ja auch so gut verstehen, ist ja auch ein Punkt, so guck mal, wir haben in der Jugend viel Fußball gespielt, du wächst in einer Kabine auf. So Leute, die keinen Fußball gespielt haben, die werden wahrscheinlich sogar unsere Charaktere gar nicht verstehen. Weißt du, die sind halt ganz anders, die sind zur Schule gegangen, ich will es ja gar nicht mal schlecht reden oder so, ne? Die hatten wahrscheinlich auch eine Top-Kindheit und alles drum und dran. Aber wenn du in der Kabine aufwächst und schon mit 7, 8 Jahren immer diesen Konkurrenzkampf hattest, das sind ja auch so Sachen, die uns dann sozusagen auch motivieren, immer andere Sachen zu machen oder auch im Fußballbereich hier mit den Fußballleuten zusammenzuarbeiten. Und das ist ja auch gut für das nächste Thema so. Wir haben dann, also jetzt ne, nicht komplett abschweifen, aber so ein ganz anderes Thema. Du musst dir ja vorstellen, unsere beiden Träume waren ja wahrscheinlich damals Fußballprofi zu werden, oder? Auf jeden Fall. So, und wie ist es jetzt für dich dann als Mensch jetzt, so die Möglichkeit zu haben, mit Fußballern zusammenzuarbeiten? So. Boah, ist schwer zu sagen. So auf einer Seite, also ich muss schon sagen, so, es ist extrem krass, so mal alles auch behind the scenes zu sehen. So, man sieht dann auch so, wo sind die Sonnenseiten, die Schattenseiten so. Und so für mich, mein Traum war halt immer Fußballprofi zu werden. Und man sieht dann halt auch so, ja, es ist jetzt nicht alles das Gelbe vom Ei. So. Ja, Mann. Und ja, es ist extrem interessant für mich. Ich lebe meinen Traum so. 100%. Und ich lebe diesen Traum, den ich mir eigentlich nie so, ich habe diesen Job davor nie wirklich gekannt. So. Ja. Weil ich meine, wenn man jetzt in die Schule geht, niemand sagt, ja, mach doch Videos von Fußballern. Ja, 100%. Also dieser Job, das kennt ja niemand. So. Wie war das denn so für deine Eltern? Weil es ist ja immer so, guck mal, unsere Eltern sind eine andere Generation. Meine Eltern haben ja auch immer gesagt, ey, studiere, mach dies, mach das. So, ne? Die wollten natürlich immer nur das Beste für uns, damit wir irgendwann eine Sicherheit haben und so. Aber ist ja bei dir nicht anders so. Und du hast dich ja dann irgendwann dafür entschieden, dann einfach Videos zu machen. Und wenn du jetzt einem 50-jährigen Menschen erklärst, dass du mit Videos machen Geld verdienst, so, der wird ja auch denken, so, okay, machst du das als Hobby oder was ist jetzt so dein Ziel dabei? So? Sag mal was dazu, vielleicht. Schwer zu sagen, also ich habe ja Videos eigentlich schon immer gemacht, schon sehr lange. Früher war das halt eher so auf Reisen fokussiert. Okay. Ich bin in eine Stadt gegangen, habe ein Video davon gemacht, gepostet auf Insta, vielleicht früher auch ab und zu mal auf YouTube so, aber okay, nicht krass. Jetzt so irgendwie vlogmäßig oder so. Und irgendwann, also nebenbei habe ich halt immer Fußball gespielt. Okay. Und irgendwann habe ich dann so angefangen, so von Kollegen einfach mal so beim Fußballspielen, bei Training so ein bisschen zu filmen. Wie alt bist du da jetzt gerade, wo du gerade redest? Boah, ich würde sagen so 16. Okay, krass. 16, ja, aber das war dann halt alles mit GoPro und so gar nicht ernst so. Ich wusste auch nichts von Kameras, ich wollte einfach so Videos kreieren so. Okay, krass. Also und ich sag dann, so eine Leidenschaft dafür. Genau. Dann so mit 18 wurde es halt so ernster mit richtiger Kamera und so. Dann halt diese Reisevideos auch ernster genommen. Und irgendwann dann kam dein Kollege. Und dann habe ich halt mit dieser richtigen Kamera dann auch von ihm so Training gefilmt und so. Da wurde es dann ernst. Krass. Und dann meine Eltern, so die haben das nicht wirklich so wahrgenommen am Anfang. So klar, aber irgendwann, die haben dann so gesehen, so irgendwann wurde es ja dann richtig ernst. Und dann bin ich auch ins Ausland. Und dann, die sehen ja, guck mal, ein Tag ist er da in Sevilla, dann ist er ein Tag da in Deutschland, so. Irgendwann rechnen die das auch so zusammen. Ja, ja, klar. Und wo ich dann meine Kündigung geschrieben habe, so meine Mutter und so, die war schon sehr skeptisch. Okay, wie alt warst du da nochmal? Das war vor 2 Jahren, echt? Ja. 21. Ja. Meine Mutter war schon sehr skeptisch, aber meine Mutter ist mein größter Supporter, so. Okay, krass, geil. Und sie hat mir dann schon so gesagt, so, ja, such dann einen neuen Job und so. Und ich so, ja, aber ich wusste schon so, für mich gibt es nur einen Weg, so, ich fokussiere mich nur noch auf diese Videos. Und ja, ja so krass. Der Rest. Krass, ja. Ich würde mich noch, das juckt mich richtig so, für wie viel Euro hast du deine erste Kamera gekauft? Boah, wie teuer war die? Das war eine Panasonic GH5. Okay. Die war so, boah, lass mich liegen, glaube ich. Ganze Equipment, so 2000. Boah, okay. Und 2000 Euro hast du dann wahrscheinlich einfach von deiner Arbeit dann so genommen, hast du zusammen so genau, genau. Aber das Ding ist halt, das Ding ist bei Videografie, wo du investierst und investierst und investierst, wo dann brauchst du neue Objektive, dann neue Linse, wo dann Festplatte, dann einen guten Computer. Ja, du willst dich auch immer steigern, so, ne? Genau. Also selber in deiner Qualität. Aber das ist schon krass für mich, weil du hast ja gesagt, bevor du die erste Kamera gekauft hast, da war ja noch nicht für dich klar, okay, ich werde damit irgendwann Geld verdienen. Nein, gar nicht so. Ja.
Ich wollte einfach das bisschen ernster nehmen, dass mehr Qualität da ist. Ja, ja. Aber ich habe mir null dabei Gedanken gemacht. Das heißt, also für dich ist das ja wirklich der Punkt so, ne? Du hast ja damit angefangen, ohne zu wissen, was könnte ich jetzt in 10 Jahren verdienen? Ja. Was könnte ich jetzt in 15 Jahren verdienen? Ich hätte sowieso nie davon gerechnet, ja, so, dass ich jetzt, keine Ahnung, krass, in 2 Jahren mit einem Memphis irgendwo im Urlaub bin, so, ja, sein Urlaub filmen. Darauf würde ich ja eh nochmal später nochmal kommen, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer drauf hinausgehen. Aber ich finde das schon krass, so, wenn du überlegst, vor 4, 5 Jahren oder so, hätte ich niemals geglaubt, dass man mit Videografie Geld verdienen kann oder dass man sagen kann, ey, es gibt einen Job, den gibt es ja nicht nur, den nennt man ja Content Creator oder so, ne, oder was auch immer. Auch Influencer nennen sich ja Content Creator oder so. Und dass er so etabliert ist, weißt du, daran siehst du ja einfach nur, wie krass digitalisiert die Welt ist. Ja, crazy. Weißt du, das sind ja bewegte Bilder, TikTok funktioniert so, ist die erfolgreichste App momentan. Es sind ja nur Videos, was du da siehst. Die Fotos funktionieren da ja nicht so krass, so wie bei Instagram und alles drum und dran. Alle Firmen und was auch immer, Privatleute gehen auf TikTok und hängen dann da manchmal so 2, 3 Stunden, ohne gecheckt zu haben, dass die überhaupt auf TikTok sind. Und ich finde das schon heftig so, weil ich sag dir ehrlich, nicht viele Leute hätten das so gemacht, ne, dass die sagen, ey, ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Videos und dann gucke ich mal, wie das ankommt. So, ne? Weil, das ist schon krass. Das ist echt schon krass. Aber der Name, wie heißt denn der Name? Von unserem Podcast. Ah ja, lass mal darüber reden. Ja. Wie sind wir darauf gekommen? Boah. Also ich muss sagen, ich bin extrem heikel, was so Branding und so angeht, weil ich einfach selber schon, ich habe schon früher so irgendwas mal probiert zu machen, so Kleider, Brand, was auch immer. Und ich habe immer gemerkt, so Bro, das ist so schwer, einen Namen zu finden, ein Logo zu machen und so weiter. Und ich sage jetzt mal so, unser Logo war so ein bisschen meine Idee, weil ich habe mir so überlegt, was verbindet uns zwei so. Genau. Weil am Ende des Tages, wir zwei machen diesen Podcast. Ja. Und man sagt ja dann immer so, ja komm, lass einen Namen und ein Logo machen, wo unsere Namen drin sind. So Madu Jack, so lass irgendwie Marjack oder so, keine Ahnung. Es gab ja auch noch die Zeit, weiß ich noch, wo wir diese ganze Liste aufgeschrieben haben. Und dann sind wir doch auf Yin und Yang gekommen. Ja. Da meinst du, ey, weiß ich noch genau, da war ich im Auto, ich weiß nicht mehr wohin. Da meinst du so, ah, ey, Ming und Yang. Yin und Yang hast mir dieses Logo geschickt. Und dann sind wir, das war schon am Ende vom Prozess. Ja, ja. Da war es ja dann Jing und Mang, so für Jack und Madu. Ja. Und dadurch, dass ich halt ne, schwarze Hautfarbe habe und du weiße Hautfarbe hast, aber die sozusagen übereinander sind, ne, weil das für genau, mich, das war dann keine, die Idee so. Ja. Ich habe halt dann überlegt, so, was verbindet uns oder was, wie sehen wir aus, was auch immer. Und ich habe gemerkt, so, du bist dunkelhäutig, ich bin hellhäutig. So. Ja. War es weiß-schwarz, Yin und Yang. So. Ja, Mann. So, wie gepasst, kann man das ne? dann, ja. Weil schwarz und weiß ist ja dann sozusagen der Kontrast, aber die sind ja sozusagen ineinander. Genau, genau. Und die ergänzen sich so gegenseitig. Das sieht man ja auch hier bei uns im Logo. Ich weiß nicht, ob ihr das alle seht. Wir haben das hochprofessionell schon so auf diese Mics raufgeklebt. So, dass aber unser Logo ist, aber unser Name ist nicht Jing und Mang. Genau. Unser Name ist, wie ist der Name? Say Less. Genau, Say Less, ne? Say Less. Genau, und wie sind wir darauf gekommen? Ist ja einfach ein Ausdruck, den vielleicht nicht jeder kennt, aber den viele Leute schon kennen, die auch wahrscheinlich auch ein paar Mal im Ausland waren und so. Ja, genau, ich meine, wenn du Rap hörst. Ja, genau. Hörst du sowas. Das ist ja dann einfach, Say Less heißt so gut wie, reicht. Ich habe genug, ich hab gehört, lass jetzt einfach machen. Genau. So, ne? Weißt du, ohne reden, einfach Say Less. Wir machen es einfach. Und das war einfach so, wo ich gesagt habe, Digga, dieser Name ist perfekt. Mhm. Und dann, vor kurzem haben wir ja gesagt, okay, ich poste jetzt auch mal ein paar Mal den Namen, so damit die Leute das mal ein bisschen sehen. So. Mhm. Auf unseren Insta-Accounts haben wir jetzt auch nichts dazu geschrieben. Nee. Und wir haben so viele Leute schon geschrieben, so ey, was ein geiler Name, so wie seid ihr da drauf gekommen? Nee. Und dann habe ich gesagt, guck mal, wartet ab, guckt den Podcast. Aber ich glaube, allgemein aus diesem Namen kann man so sehr gutes Branding machen. Ja, 100%. Und auf dem aufbauen, auf jeden Fall. 100%. Ja, Branding ist ja wie auch immer wichtig. Ne? Mhm. Wir wissen selber, du hast ja deine eigene Brand, das bist du ja selber. Ich habe meine Brand mit meinen zwei Kollegen, sehr guten Freunden, Kindheitsfreunden, mit denen wir die Modemarke machen. Und da ist es ja einfach Branding und Marketing ist einfach unfassbar wichtig. So, ne? Neben den Produkten und alles drum und dran ist ja dann schon wichtig, so wie du etwas erzählen kannst, was für eine Story du hast. So, ne? Und ja, generell, so was die Story angeht, so, ich würde mal bei dir nochmal so ein bisschen nachhaken. Du hast ja Fußball gespielt die ganze Zeit und du hast jetzt ein bisschen so schnell erzählt für die Leute. Du, das ist halt das Lustige so, ne? Wir reden über die Sachen, die bei uns passieren, so als wären die schon fast normal. Ja. Aber ich weiß noch, wie ich dich kennengelernt habe. Das war ja, zu welcher Zeit war das? Das war auch ungefähr vor 2, 3 Jahren, ne? Oder 2 Jahren ungefähr. Mhm. Genau, und dann, ich kannte ja Mo schon ein bisschen vorher, Mo und Luca. Und dann seid ihr nach Amerika gefahren. Also sag ich mal jetzt nicht kennengelernt. Ich kannte dich natürlich von den Videos halt schon deutlich länger so. Aber da ist ja unser Kontakt schon ein bisschen enger geworden. Und dann
haben die Jungs ja in Miami, wart ja in Miami und die haben ja ein krankes Video gemacht. Ja. Also ich sag dir ehrlich, dieses Video, das ist durch ganz Deutschland gegangen und jeder sagt nur, geisteskrank. Danke, danke. Und ich sag dir, wie es ist. Danach haben wir das Video halt gesehen. Ich dachte mir so, Alter, dieser Typ ist geisteskrank. Und dann haben wir auch kurz danach schon telefoniert, weil ich hab dir einfach, ich glaube, ich hab dich einfach angerufen. So einfach ja, so aus heiterem Himmel. Genau. Ne? Ja. Da habe ich einfach angerufen, habe gesagt, Digga, deine Videos, top. Hm. Wenn du irgendwie Hilfe brauchst, ich versuche dir zu helfen. Hm. Wenn du irgendwo Blockaden hast, ich versuche dir zu helfen. So ganz unverbindlich alles drum und dran. Und das hast du ja dann auch so aufgenommen. Hm. Und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Ich gucke dann nur die Videos. Einmal bist du mit Rakitic gewesen. So, ne, klar. Stimmt, so dieser Zeitpunkt war dann so wirklich so. Ja. So, und jetzt will ich mal wissen, so wie ist das für dich gekommen? So, du bist erstmal bei Rakitic. Da denkst du ja bestimmt für dich erstmal, boah, ich bin gerade auf dem höchsten Level so. Ich habe vor ein paar Jahren noch einfach nur Videos von Reisen gemacht und jetzt sitze ich hier mit Rakitic und kommt halt Schlag auf Schlag. Dann, wo du jeden Jahr mundtot gemacht hast, ist, als du mit Memphis halt die ersten Videos gedreht hast. Da war ja für jeden so, der dachte, okay, der Typ, ganz ehrlich, der hat es geschafft. So, wie ging diese Zeit für dich? So von Rakitic über Memphis zu jetzt sogar noch Alaba und alles rum und dran. Wie ging diese Zeit für dich? Also ich hole ein bisschen aus. So, ich sag mal, bis Rakitic war sehr, sehr, sehr schwer, weil ich habe wirklich, ich habe vierte oder fünfte Liga in der Schweiz angefangen. Krass. Also ich meine, diese Jungs, die können schon Fußball spielen, so, aber ich würde mal sagen, ich war fast auf diesem Level so vom Fußball her. Dann beginnst du halt da und dann machst du halt immer einen Schritt höher, dann gehst du wieder einen Schritt runter. So, dann der erste große Schritt ist dann erste Liga Schweiz. Und ich glaube, bis Rakitic waren da schon irgendwie 7 oder 8 Videos so. Okay. Und ja, dieser Schritt war dann halt riesig. So, ich glaube, vor Rakitic war Iso mein größter. Okay. Der war dazu mal noch bei Köln, genau. Und das war ja auch nicht mal so, das war ja auch so eine eigene Story, so, weil Iso, du kennst ja die Story. Ja, diese, ich kenne die komplett. Deswegen. Genau. Nee, krass, aber wie war das denn dann, als du, wie du mit Iso ja in Kontakt gekommen bist, das weiß ich ja, aber wie hast du denn zum Beispiel den Rakitic, wie bist du da in Kontakt gekommen? Kanntet ihr euch schon vorher? Hat er dir geschrieben? Hast du ihm geschrieben? Oder? Nee, also da ging es so, dass ich von einem Management, von seinem Management angeschrieben wurde, weil sie haben einen Spieler in der Schweiz. Ah, okay. Genau, und ich habe ein Video für diesen Spieler gemacht, mit dem bin ich aufgewachsen. Ah, okay. Genau, und dann haben die gesagt, ja, ey, guck mal, das war, glaube ich, irgendwann mein drittes oder viertes Video. Und ich dachte dann, also die haben mir geschrieben, so, ey, guck mal, wir arbeiten noch mit Ivan zusammen, wir würden gerne mit dir arbeiten und so, wir würden uns melden. Und wo ich das gelesen habe, ich habe mir nichts gedacht, so, weil von Schweizer Liga zu Ivan, so, das ist ein zu großer Schritt. Und ich wusste auch schon da, so im Fußballbusiness wird zu viel geredet. Jeder sagt so, ja, jeder, ich kenne den. Genau, jeder macht die Versprechen. Ja. So, ich habe mir nichts dabei gedacht. Und ich habe einfach meine Sachen weitergemacht. Und dann irgendwann im Sommer kam dann so ein Anruf. Er so, ey, ich brauche dich übermorgen in Barcelona. Dazu mal hat er noch bei Barcelona gespielt. Ja, stimmt, stimmt. Und dann ich so, ja, Herr, wie und so, ich arbeite ja, weil ich hatte ja Fulltime-Job, 9-to-5, ganz normal. Und dann er so, ja, du musst hierher fliegen und dann bist du 2 Tage hier, dann machen die Abschied in Camp Nou und alles. Boah. Und dann fliegen wir zusammen privat nach Sevilla und dann filmst du da Präsentation und alles. Boah. Und das war unter der Woche so. Und das war sozusagen dein erster Auftrag für Rakitic. Genau. Puh. Das war crazy, ja, war crazy. Und dann musste ich erstmal meinem Arbeitgeber, also meinem Chef, klar machen, so dass ich dieses Projekt habe. Und ich sage ihm das so und er hat mir gar nicht geglaubt. So. Ja, aber wusste dein Chef das auch? Also wusste dein Chef schon, dass du Videos machst? Ja, ja, schon, aber halt nicht auf diesem Level. Ja, so. Okay, okay. Und er hat mir dann halt so gesagt, wie und so, weil der war riesen Fußballfan, so von einem Club von Zürich. Ja. Und der hat dann so gesagt, ja, nee, das kann nicht sein und so. Wie kommst du zu sowas? Mhm. Ich so, doch, und so, guck, ich habe so die ganzen Daten und so gezeigt. Also, ja, krass und so. Und dann hat er mir halt die Erlaubnis gegeben, so. Ich musste halt einfach Urlaub dafür geben, aber war ja okay. Ja. Und dann bin ich dahin geflogen und wir haben das Ganze gedreht, so. Aber korrekt auch von deinem Chef, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt viele Leute, die dann sozusagen parallel Sachen machen. Ja. Und wenn die sich dann sozusagen, vor allem jüngere Menschen und einen älteren Chef haben, dann entscheiden, jetzt ihren eigenen Weg einzuschlagen. Dieser Mensch könnte auch sein, er ist Fußballfan, er will die Steine in den Weg legen, weil er es dir nicht gönnt. Auf jeden Fall. Und das ist eigentlich echt schon, ne, Gott sei Dank, dass es aber so ist. Aber ich sage auch, Gott sei Dank ist er Fußballfan. Ja, 100%. Weil wäre er kein Fußballfan so und der Name hätte ihm nichts gesagt,
So, wer weiß, was passiert wäre. Aber ich muss sagen, ich hätte krank gemacht. So, mir wäre egal gewesen. Ja, und, ja, gibt's immer. Weil du musst, Lösung, du musst. Ne? So, es gibt keinen. Ja, ist schon krass. Also ich stelle mir dann so vor, wie du dann einfach im Flugzeug sitzt und einfach denkst, Alter, ja, ich fahre jetzt gerade zu Ivan Rakitic, so auch für mich ist natürlich ein Top-Weltklasse-Spieler. Ja. Und du denkst dir gerade, ich habe hier gerade irgendeinen Spieler aus der vierten Liga gefilmt oder irgendwie sogar aus der dritten Liga. Und ich fahre jetzt einfach gerade nicht nur zu Ivan Rakitic, sondern seiner Verabschiedung aus dem Camp Nou, beim einer der größten Clubs der Welt, ne? Meiner Meinung nach ja mit der größte Club der Welt. Und bring ihn dann zu Sevilla, wo er danach noch sogar mit der ganzen Eröffnung alles rum dran, wo er dann noch, hat er nicht sogar noch in dem Jahr noch die Euroleague gewonnen? Das war das Jahr zuvor. Ah, Jahr zuvor, ja. Okay, der Club hat davor die Euroleague gewonnen. Genau, genau. Das ist ja trotzdem, der Club ist ja trotzdem komplett im Hype und du denkst dir dann nur so, Alter, wo bin ich gerade? Ja. Hast du dir nicht damals so gedacht, so, warst du nervös oder bist also du so ich weiß, ich habe sogar dazu, was habe ich sogar ein YouTube-Video dazu gemacht. Okay. So, aber ich habe gemerkt, so dieses YouTube, dieses Vlog-Zeug ist nichts für mich. Aber ich weiß noch, wo ich in Barcelona angekommen bin, da bin ich am nächsten Tag zu Ivan nach Hause. Okay. Und ich stand da vor seinem Haus und du musst dir überlegen, in Barcelona, die leben alle so nebeneinander. Dazu war, ich glaube, Messi war auch noch bei Barcelona, okay, so viel mehr ist. Und Bro, du bist dann da in dieser Gegend, Bro, und du stehst da vor der Tür. Bro, ich schwöre, ich war so am Zittern so. Ich wusste nicht, was machen. Und das Ding ist auch, das war irgendwie auch gut, weil Ivan ist ja Schweizer eigentlich, also ist in der Schweiz aufgewachsen. Ja. So, ich kann mit ihm Schweizerdeutsch reden. So. Das war dann halt cool. Sympathie und so. Genau, ihr habt einen Punkt, wo ihr darüber reden könnt. Und genau. So. Wo ist der aus? Der ist auch aus Basel, ne? Ja, so ich glaube zwischen Basel und Aargau. Okay, krass. Genau. Und ja, das war dann heftig, weil wir sind dann zusammen ins Auto und dann direkt Camp Nou. Und dann, wenn du da gehst du ja in die Garderobe. Da gehst du überall hin, da gehst du auf den Platz, da sind alle Pokale, Champions League, alles. Geist. So, das ist schon crazy. Boah, und ich war noch davor nie im Camp Nou, weil ich Real Madrid-Fan bin. Ah, okay. Und ich wollte nie in dieses Stadion, außer halt für El Clásico wäre ich gegangen, aber sonst nie. Okay. Weil ich bin Real-Fan so. Ja, ich bin Barca auf jeden Fall. Ja. Was das angeht. Bro, und dann das erste Mal so in diesem Stadion ist schon heftig. Ja. Boah, das heißt, du kommst ins Stadion, du kommst in Barcelona an, stehst erstmal vor wahrscheinlich irgendeiner Villa ne, und wartest dann davor, so werde ich jetzt gerade hier reinholt. Dann steigst du ins Auto ein, fährst ins Camp Nou, siehst die ganzen Pokale, machst das Video, fliegst danach nach Sevilla. Boah, also ich weiß jetzt nicht, wie ich da in dieser Zeit wäre so, aber wie, und du musst dir ja noch vorstellen, du hast zu der Zeit noch gearbeitet. Yeah. Wie war das dann für dich, als du diesen Job dann gemacht hast, das erste Mal wieder ins Büro zu gehen? Boah, ich glaube, diese Zeit war sogar diese Corona-Zeit, okay, wo wir sogar Homeoffice hatten. Ah, okay. So viel mir ist. Und ich hätte logischerweise zu Hause arbeiten müssen, aber ich habe halt nur dieses Video gemacht. So. Aber es muss man ja so. Ist ja klar. Ja. Wie lange, aber du hast dann wahrscheinlich damals auch noch ein bisschen länger gebraucht für so Videos, ne? Ja, ja, ja. So. Aber ich muss auch sagen, so bei dieser Firma, wo ich gearbeitet habe, hat es jetzt nicht so riesen Fußballfans gehabt. So. Okay. Wenn ich jemandem diesen Namen gesagt hätte, da hätten vielleicht zwei gecheckt, so wer das ist. Ach krass. Ja. Ja, ist halt auch, ne, Schweiz ist halt, ne, für die Leute, die es nicht wissen, ja, ist nicht Fußball jetzt, ist jetzt, sage ich mal, schon eher so Top 2, ne? Also Top 3 sogar vielleicht. Du hast halt den Ski, der ist ja, ne, da kommt nichts dran vorbei, ist ja klar. Also ich sage einfach, Fußball ist jetzt nicht das Wichtigste. Genau, aber, so das ist ja auch klar, so die Schweizer Fußballer sind ja nochmal ganz anders als deutsche Fußballer. Ja. Da gibt es, wenn du jetzt einen Schweizer Star hast, ne, bis du ein Schweizer Star wirst, dauert es schon ein bisschen länger, bis sich da jeder erkennt oder dich überhaupt sich für dich interessiert. Ja. Das ist halt in Deutschland nochmal ganz anders. Also es ist schon heftig, das zu sehen, so wie man das dann aus der Schweiz dann kommt, so, ne, aus einem kleinen, du kommst ja aus einem kleinen Dorf, ja, sag ich sogar, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Du kommst aus einem kleinen Dorf, wir waren ja da. Was war das nochmal? Wie heißt Wetzikon. Genau, Wetzikon. Westside. Ne? Genau, bis nach Barcelona ins Camp Nou. Ja. Und dann muss man ja sagen, dann ging es ja jetzt, wir überspringen jetzt krass viele Sachen, wo man sagt, ey, die sind eigentlich so viel wert zu erzählen. Ja, für das haben wir noch Zeit, genau. So, das kommt ja mehrere. Das kommt ja durch mehrere Folgen. In den nächsten Folgen können wir auch darauf eingehen, wie du dann zum Beispiel auch auf den Memphis-Kontakt gekommen bist und auf den sogar Alaba-Kontakt und alles drum und dran so. Aber einmal so eine Frage, was war so für dich das geilste Video, was du selber gemacht hast? Jetzt total von allem an? Von allem. Also nicht nur das geilste Video, was am Ende des Tages rausgekommen ist, so, was war die geilste Erfahrung, so nicht nur das Filmen, sondern so, wo du halt warst, wie du das erlebt hast, wie die Leute zu dir waren, so all in all das geilste Erlebnis für dich? Boah, schwer. Also
ich muss ein bisschen aufteilen. Ich sage, videotechnisch ist es dieses Cannes-Video, was noch nicht online ist. Okay, ja, ja. So, das hoffentlich kommt irgendwann dieses Jahr mal online so. Aber wenn ihr das sehen würdet. Das ist schon, aber auch so dieses Erlebnis, wir waren ja zwei Wochen in Südfrankreich, in Cannes. So, dieses Erlebnis war schon geisteskrank. Und sonst so von Erlebnis her, El Clasico war halt nur ein Tag, aber für mich war das ein Traum. Das fand ich auch geisteskrank, also dass du El Clasico warst und direkt innerhalb von einem Tag dieses Video kommt. Ja. Und natürlich dadurch, da kann ich ja schon krass, wie du arbeitest und so. Und ich dachte mir so, ey Jungs, guck mal, Alter, der war gestern da, das Video ist heute hier und ich habe das Video mehr gefühlt als das Spiel. Weißt du, was ich meine? So, das ist halt schon, für mich ist sowas heftig, weil vielleicht kommt das jetzt auch für die Leute so rüber, als würde ich das, ich liebe Videos, ne? Also das habe ich auch schon damals gesagt, so, ich gucke Videos an und ich gucke die wahrscheinlich dann nicht so wie so eine Laie an, also wie irgendjemand, der sich gar nicht damit auskennt. Natürlich, im Gegensatz zu dir, kenne ich mich damit gar nicht aus, aber ich liebe so diese bewegten Bilder, wie man dann nicht unbedingt nur den Lifestyle zeigt. Ich mag das auch, wenn die so nur Sportsachen machen und alles rundherum. Aber ich finde, durch Videos kommt auch noch einfach mal noch mehr dieser Charakter rüber. Weißt du, weil wenn du gibst den Menschen ja jetzt sozusagen auch ein Bild. Weißt du, jetzt zum Beispiel jetzt als Mensch, wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, jetzt als Beispiel Depay sehe, für manche Menschen macht er einen arroganten Eindruck, für manche Menschen macht er einen krassen Eindruck, einen coolen Eindruck, einen was auch immer. Aber durch Bilder, weißt du, aber wenn du jetzt so Videos siehst, dann checkst du so, wie der bisschen drauf ist, wie der lacht, wann der lacht und so. Und was du ja auch angefangen hast, warst ja einer der ersten, so muss ich sagen, die dann auch so angefangen haben, Audiospuren in Videos reinzubringen. Das hat dem Video nochmal einen ganz anderen Effekt gegeben. Ja, es gibt halt mehr Leben in das Video. Genau, so, du denkst wirklich, du bist halt gerade da. So, weißt du, sonst siehst du halt diese ganzen Videos, wo du ja immer sozusagen Cut, 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 wo du dann halt nicht unbedingt hin, also so merkst, so, wo bist du gerade, was fühlt der gerade, aber mit diesem Audio, wenn es auch nur eine kleine Spur ist, wie der gerade mit dem Auto an dir vorbeifährt, du denkst gerade, du sitzt auf der Autobahn. So, aber das ist schon krass, so, weil ich finde das halt heftig, so was du eigentlich schon so für dich erreicht hast, ne? Und das habe ich auch eben schon gesagt, so, du hast ja theoretisch dein Hobby zum Beruf gemacht, ne? Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, würdest du immer noch sagen, dass es dein Hobby ist? Oder würdest du jetzt sagen, es ist mehr dein Beruf? Es ist ein Mix. Weil ich kann dir so sagen, guck aber mal. Nein, also es fühlt sich null als Beruf an. Null. Okay. Null. Krass. Also du bist immer noch voll zur Überzeugung, dass wenn du jetzt aufstehst, um ein Video zu schneiden, ist es so, boah, geil. Ja. Ja? Also was heißt geil? So, das Schneiden fühlt sich halt schon mehr Arbeit an, weil es ist halt auch am PC. Genau. So, du bist an einem Arbeitsplatz. So. Aber so all in all fühlt sich das nicht wie ein Beruf an. So. Krass. Also ich sage jetzt nicht so, ey, so, das ist wie ein 9-to-5 oder was auch immer. So, weil es ist ja gar nicht so. 100%. So, ja. Aber das ist ja auch das Krasse. Du hast halt einen riesen Kontrast in deiner Arbeit. Du hast ja einmal das Filmen, wo du ja alles erlebst, wo du dann mit mehreren Leuten bist. Und dann hast du einmal das Schneiden und alles drum und dran. Da bist du ja einfach alleine vor deinem Computer. Willst ja am liebsten auch gar nicht gestört werden. Ja, ist einfach so. Ne? Weil das ist halt einfach wichtig, dass dann alles stimmt. Vor allem, ne, wie wir ja schon gemerkt haben, bei dem Logo bist du ja sehr, sehr heikel. Ja, ich bin so, sehr ne? heikel, Du bist sehr, sehr, wie heißt es nochmal? Wie nennt man das? Perfektionistisch. Ja. Und also auch an diesem Logo. Ja. Habe ich noch diesem Typen noch so viele Änderungen gesagt und so. Der hasst mich auch safe so, aber... Da bin ich ja zum Beispiel ein bisschen anders gestrickt als du. Ja. Du bist ja komplett der Perfektionist. Bei mir ist einfach so, komm einfach rein in die Masse. So einfach, okay, wenn es jetzt nicht perfekt ist, dann versuche ich das irgendwie perfekt zu machen. Weißt du? Aber das ist halt das Gute, was unser Kontrast ja auch ist und warum wir dann am Ende des Tages auch so gut matchen. Weil wir halt verschiedene Ansichten auch von ein paar Sachen haben, aber die dann zum selben Ergebnis führen. Auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass wir beide sehr, sehr ehrgeizig sind und dann schon wollen, durch unsere verschiedenen Wege an das Ziel zu kommen. Wann würdest du, wenn ich jetzt über Ziel sage, so, ne, ist jetzt so komisch an, aber wann würdest du sagen, jetzt höre ich auf? So, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt höre ich auf. Pah, schwer, Bro. Wüsstest du nicht? Schwer, also mein Traum war immer Ronaldo. So, aber jetzt mit diesem Move. So. Aber du hättest ja auch die Vorstellung bei Al Nassr drehen können, wo der so aussieht, als würde er in Lidl reingehen. Ja. Sag dir ehrlich zu dem Thema, ne? Cristiano Ronaldo. Ich habe den höchsten Respekt vor Cristiano Ronaldo, sag ich ehrlich. Ja. Der hat unsere Kindheit geprägt, mit Lionel Messi zusammen. Also warte mal, erstmal, was, welche Seite bist du? Messi 100%. Okay. Das ist gut auch, weil du bist wahrscheinlich Ronaldo, ne? Ja, ja. So, der hat unsere Kindheit geprägt. Viele sind wegen ihm laufen gegangen, viele sind wegen ihm trainieren gegangen, alles rum und dran. Aber was er in der letzten Zeit von seiner Karriere gemacht hat, muss ich einfach sagen, war nicht vorteilhaft.
für ihn als Person. Ich will nicht gar nicht seine Legacy irgendwie da reintreten. Er ist eine Legende, lebende Legende. Aber ich finde, am Ende hättest du es ein bisschen besser machen müssen. Also ich sag mal, auf jeden Fall, dieser Menu-Move, ja, auf jeden Fall. Ja. So, ich meine, dass du jetzt diesen Club schlecht redest, so, egal was passiert ist, so, das kannst du irgendwie nicht machen. Das hat sich so angefühlt, als würdest du über so deine Ex-Freundin reden. Ja, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und ich muss auch sagen, ich bin wirklich ein Riesenfan. So, ich war früher bei Ballon d'Or, war ja immer in Zürich, war ja, da stimmt. immer 5 Uhr früh am Flughafen, hab da schon auf ihn gewartet. Krass. Also ich war wirklich Riesenfan, so. Das Ding ist aber, dieser Al-Nassr-Move da, am Anfang dachte ich auch so, ey, wieso macht er sowas? Aber irgendwie so nach einem Tag habe ich mir so überlegt, so, was, wenn er einfach so akzeptiert jetzt, er ist nicht mehr auf diesem Level, er kann nicht mehr auf diesem europäischen Level mithalten, so. Und er hat jetzt eigentlich die letzte Chance, so das letzte Geld so zu machen, weißt du, wie ich meine? Ja. Und der sagt dann einfach so, komm, lass dahin, 200 Mio im Jahr. Und Bruder, du musst überlegen, ich habe die Zahlen gesehen, so, 500.000 am Tag. Oder 6,50 Euro die Sekunde. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt hier gerade alles geht. Ja. Der hat wahrscheinlich jetzt schon fast eine Mio gemacht, gefühlt. Aber nein, überleg mal, 500.000 am Tag. Ja, das ist geisteskrank. Das hat er doch bei Real nicht mal im Monat gemacht. Nee, das ist ganz anderes Level. Der hat ja auch irgendwann, der hat jetzt auch vor kurzem sich geäußert und hat gesagt, für ihn sei Fußball nur noch Business. Ja. Weil Fußballer einfach wie Fleisch behandelt werden. Ja. So, und das ist auch so eine Sache, darauf will ich auch später mal eingehen, wenn wir mit den Jungs so sind, ne, die auch Fußball spielen. Mhm. Es ist halt schon krass. So ein normaler Fußballfan, er versteht halt nicht wirklich, wie so ein Fußballer tickt. Ja. Was er für Probleme hat, was er für Schattenseiten hat. Ja. Man sieht immer nur diese rosa-rote Brille, Fußballern geht es allen gut. Viel Geld, alles drum und dran. Zum Beispiel auch damals, wo Iniesta hat an Depressionen gelitten. Mhm. Und ich dachte mir damals, wie kann dieser Typ an Depressionen leiden? Du bist mit der beste Mittelfeldspieler der ganzen Ära. Ja, ja. Und du hast Depressionen. Und dann dachte ich mir so, irgendwann hast du darüber nachgedacht. Und wir wurden älter und ne, viele Jungs sind Profis geworden. Und dann siehst du ja nochmal genau, wie das dann abgelaufen ist. Hm. Und dann habe ich irgendwann verstanden, woran der vielleicht gelitten hat. So, wenn du dann irgendwo an Weihnachten sitzt und deine Familie dann nicht siehst. Ja, oder jeden Tag reist und nie deine Familie siehst. So, das macht schon viel mit einem, glaube ich. Ne? Ja. Das ist schon heftig. Aber ich sag mal so, für mich, Ronaldo und Messi, damit wir diese Diskussion nicht zu krass wieder aufwachen, wie jeder andere das macht in seinem Podcast, sind beides Legenden. Messi ist für mich der bessere Fußballer. Okay, aber warte jetzt mal eine andere Frage. So. Wenn du jetzt Top 5 all time, würdest du dann Messi, Ronaldo Top 2 machen? Aller Zeit? Ja. Nein. Nicht? Aller Zeit Pelé Nummer 1. Nummer 1? Nummer 1. Rest in Peace erstmal nochmal hier. Ja. Pelé Nummer 1. Ich habe letztens noch ein Video gesehen, wo die diese ganzen Tricks zeigen. Ja, und dann der hat zeigen alles schon erfunden. Ja. Pelé, und er sagt einfach nur, Pelé did it first. Ja. Und das geht locker so 2 Minuten lang. Ja. Der hat den Rabona zum ersten Mal gemacht, Okocha zum ersten Mal gemacht, Zidane-Rolle zum ersten Mal gemacht. Ja. Also jeden einzelnen Trick und so viele Tore. Und überleg jetzt einfach noch eine Sache, der hat 3-mal die WM gewonnen. Ja, mit 17 erstes Mal. So, deswegen sage ich, Pelé ist für mich die Nummer 1. Dann habe ich für mich Messi. Danach habe ich Maradona. Warum ist Messi für mich vor Maradona? Allein wie der sich verhalten hat. Okay, aber das steht für mich jetzt außer Frage, dass Messi über Maradona ist. Also für mich. Aber das Ding ist so, ich kann jetzt nicht einschätzen, Pelé und Maradona. Guck mal so, man sieht all diese Videos, aber Bro, ich finde, du kannst einen Spieler nicht urteilen so an diesen Highlights. Ja, das so, stimmt. Überleg mal, wenn du Highlights guckst von Ibrahimovic, du zeigst das in 20 Jahren deinem Kind, oder denkt, boah, das war dein Gott. Ja, das so. War, ja, ja, 100%. Der hat Fußball erfunden. 100%. So. Ja, wir haben Pelé und so nicht so richtig mitbekommen. Ja. Das ist auch unfair jetzt zu sagen, okay, aber alleine so Pelé, ich glaube, von seinen Erfolgen her, da ist ja noch nie jemand dran gekommen, so, weißt du. Okay, Messi hat jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Mal. Ballon d'Or? Ja. Na, 7. 7 Mal den Ballon d'Or gewonnen, so, das ist auch krank. Und Messi wird auch länger. Gab es früher diesen Ballon d'Or nicht? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Das hat irgendwann angefangen. Ich weiß nicht, ob es vor Pelés Zeit war, das weiß ich gar nicht. Aber doch, Pelé hat doch auch einen Ballon d'Or. Aber der hat den auch nicht so oft. So, und klar, Ballon d'Or ist jetzt auch einfach nur, wer ist der beste Stürmer geworden. Ja, so, ne? Das stimmt. Es gibt fast keinen Verteidiger, der überhaupt eine Chance hat auf einen Ballon d'Or. Ja. Einmal hat es Modric. Modric und Cannavaro sind, glaube ich, mit die einzigen Stürmer, die es nicht geschafft haben. Ne? Ja. Ich glaube, es gab noch einen Torwart. Buffon? Nein, Buffon nicht. Oder war Kahn mal Ballon d'Or? Nee, Bro. Glaube ich nicht, aber es ist ja eigentlich aber nur, ja, Stürmer, offensiv. Wer hat die beste Statistik, der wird gewählt.
Deswegen ist auch Ballon d'Or für mich jetzt nicht mehr so eine krass ausschlaggebende. Aber was denkst du denn jetzt dieses Jahr, also diese Saison? Boah. Denkst du, das ist schon safe für Messi? Guck mal, Messi hat jetzt Es die steht zwischen WM gewonnen. Messi und Mbappé, so ganz Ja. einfach. Haaland kann vielleicht noch nicht mitreden, so Top 3. Das Ding ist, du siehst ja wieder, das ist ein WM-Jahr. Und das einzige Jahr, wo. Nimmt das überhaupt auf? Ja, perfekt. Das einzige Jahr, wo es immer abhängig von der WM ist, ist immer die WM. Und das einzige Mal, wo ein Verteidiger gewonnen hat, war es Cannavaro im Jahr einer WM. Und da muss ich auch sagen, in dem Jahr hätte Eto'o die WM gewinnen müssen. Sage ich dir ehrlich, der hatte alles auseinandergenommen. Er wurde dann nur Zweiter oder Dritter. Da war noch Ronaldinho noch dabei. Und da hat Cannavaro die WM gewonnen. Wo ich sage, das ist auch verdient, weil er hat die WM gewonnen. So, er hat den Ballon d'Or gewonnen, sorry. Und jetzt hat Messi die WM gewonnen und Messi hat in dieser WM auch nochmal wirklich gezeigt, wer Messi ist. Weißt du, Das stimmt, egal ja. was die Leute mir sagen bei PSG, aber was der bei dieser WM gezeigt hat, Das stimmt. vom Team Spirit, von Leadership, wie er wirklich spielt, was für Ja. Pässe, der hat einen Pass, einen Assist gemacht. Ich sag dir ehrlich, mein Mund war offen und er ging nicht Ja. mehr zu. Das Krasse an dieser Geschichte ist, dass die erste Spiel verlieren gegen Verlieren gegen Saudi-Arabien. Saudi-Arabien und jeder von denen ein Rolls-Royce geschenkt bekommt. Saudi-Arabien fliegt dann raus, klar. Und die gewinnen die WM. Ronaldo geht zu Saudi. Ja, und Ronaldo geht nach Saudi-Arabien. So, aber nee, also ich sag dir ehrlich, Messi macht's, weil Mbappé, wenn er die Champions Das League Ding ist halt, gewinnt, wenn die Champions League gewinnen, ist eh gewinnen die schon safe beiden. für Messi. Dann gewinnen die ja beide. Ja. So, weißt du, und wer dann da mehr Tore schießt, so, nee, du kannst ihm das nicht nehmen. Der hat die WM gewonnen, ganz ehrlich. Der Na. wird seinen achten Ballon d'Or machen. Und dann wird er noch chillig auf der 8 oder 10 so ein bisschen spielen, so die Bälle hin und her laufen. Ich habe ihn ja, hast du Messi schon mal live spielen sehen? Ja. Ich habe ihn auch. Ich war da im Stadion, wo er dieses Shirt so hochging. Nein. Na, El Clasico. Boah, da hatte ich Gänsehaut. Also Bro, Das hat so bei das mir war gar Hintergrundbild. nicht gut, Bro, ich sag dir ehrlich. Ehrlich? Ich war mit meinen Jungs da, das war ja 3-2, das Ja, 3-2-Tor. 3-2 war das. Bro, und der war genau bei unserer Ecke, hat er Okay. so gemacht, Bro, alle schießen Flasche runter. Boah, krass. Bro. Hat er das ja von den Real-Fans, hat er das von den Real-Fans oder von den. Ja, normal. Boah. Und das Geil. Ding ist halt, Bro, live nimmst du das auch komplett anders wahr, so. Wenn du auf Insta guckst, du siehst einfach so, dass er das Shirt so hochgehalten hat Ja, zu den Mann, ja, Mann. Real-Fans, so. Ja. Wenn du da im Stadion bist, nimmst du das komplett anders wahr, so. 100%. Ich weiß noch, ich habe ihn das erste Mal live gesehen, da hat er gegen Monaco gespielt. Ja. Und wie Messi, Mbappé und Neymar waren dem Tag verletzt, leider. Ja. Wie die spielen, ne? Das ist ganz anderes Level. Die stehen vorne, der Rest verteidigt. Das heißt, Ja. sechs, sieben Spieler sind nur am Verteidigen, am Rennen. Ich würde die beiden das ganze Spiel lang nur beleidigen. Aber du spielst den Ball dann zu denen, die leiten den Konter ein und es passiert ein Aber Tor. ich glaube, das ist auch der Grund, warum die nicht Champions League gewonnen haben, so. 100%. Du hast halt Ja. zwei Spieler, damit die komplett jeden anderen Spieler überschatten. Ja. Jeden einzelnen Spieler überschatten. Aber ich muss sagen, ich habe das Spiel auch, das war in Paris, da haben die Fans leider boykottiert. Und da hat Paris gegen Monaco Ah, gespielt. da waren Und gar keine Fans. doch, da waren ein paar Fans. Da waren wir mit ein paar Jungs von mir und im Stadion. Und das war ja auch ISO-Spiel Ah, gegen stimmt. Paris das erste Mal. Und Ne. dann sind wir hingefahren. Und ich muss sagen, der hatte keine Chance gegen ISO, muss ich ehrlich sagen. Also, wer war das? Mbappé? Ne, Messi. Messi. Messi hat dann gegen ihn gespielt, ISO ist dann reingekommen. Haben dann gegeneinander gespielt und war Aber es war Top-Spiel. diese Saison, wo Katastrophe war von ihm. Das war, ja, das war das erste Jahr von Messi. Ja, war tot. Da hat er nichts gemacht. Sag ich Ja. ehrlich, da war der wirklich nicht so stark. Ja. Da war der wirklich nicht so stark, aber trotzdem so, das ist halt schon mal so ein ganz anderes. Wir dürfen eigentlich gar nicht darüber reden, so, weißt du, was Nein. ich meine? Nein. Wir dürfen so gar nicht darüber reden. Ey, Bro, wir haben noch so 15 Minuten, 10 Minuten, okay? Naja, aber deswegen über diese beiden Jungs braucht man da echt gar nicht mehr zu reden, über irgendwie einen Konkurrenzkampf, weil die Leute haben, die haben uns so sehr geprägt. Und das ist halt so auch das nächste Thema, so was ich sagen würde. Die sind ja beide für uns auch ein Vorbild. Ja. So, hattest du aber auch ein Vorbild, was die Videogeschichte angeht? Ja, also in diese Reisebranche Ja? gab es Sam Calder. Ich glaube, Okay. den kennst du nicht. Nee. So, er war der GOAT. Okay. Er ist bis heute noch einer der Besten. Mittlerweile macht er nicht mehr so viele Videos. Okay. Ja, Bro, er war immer 3, 4 Jahre voraus. Boah. So, ich weiß noch, der hat 2016 oder 17 ein Video von seinem Jahr gemacht, Okay. wo er überall war, das ganze Jahr. Da war so halt Reisen halt. Ja. Und Bro, das war, auch wenn du das heute noch guckst, das ist immer noch Geistes. Krass. Und wie Geistes. hat der Typ denn dann so Geld verdient? So, der hat ja einfach nur Landschaften gefilmt, hat er dann. Bro, er ist halt Influencer. Ah, So, der ist okay. von. Ich glaube, der musste nie so Unterkunft bezahlen, weil der halt einfach Werbung dafür gemacht hat.
Und der hat halt in jedem Land so mit Brands zusammengearbeitet. Okay. Und hat so ein bisschen Geld gemacht. Ja. Aber glaubst du, das ist auch so ein Ding, dass so, es gibt ja so Kampagnen wie zum Beispiel Visit Dubai, was auch immer, das gibt es ja, Ruanda gibt es das ja zum Beispiel, die sind ja auf den Trikots und so. Ja. Glaubst du, wenn die so reisen, dass die dann sozusagen denen das Video schicken, so als Beispiel? Und die wie dann meinst du, sie schicken? Ja, keine Ahnung, jetzt, wie heißt der Typ nochmal? Sam Kohler. Ja, Sam Kohler, dass er sozusagen mit Visit Dubai jetzt Dubai filmt. Oder für Visit Dubai Dubai jetzt filmt. Und das ist einfach geisteskrank. Glaubst du, sowas ist, könnte passieren? Oder ist das, sowas gibt es schon? Ja. Also ja, der macht genau sowas. Ja, okay, dann verstehe ich. Ja. Boah, das ist schon. Aber ich sag mal, diese Nische, dieses Business ist hart. Wirklich hart, Bro. Weil du musst überlegen, wenn du diese Travel-Nische rein willst, dann musst du erstmal Geld haben, die ganze Zeit zu reisen. Ja, okay. Das stimmt. Dann dazu mal war dieser beste Ort so Bali oder so. Okay. Dann bist du halt in Bali und dann machst du halt komplett die ganze Zeit Videos von Reisen. Dann bist du am besten halt auch nur mit Freunden, weil es mit auf Video besser rüberkommt. Ja, so. Ja. Das ist halt so genau diese Szene wie Jay Alvarez. Kennst du den? Ja, den kenne ich. Genau. Ja. Das ist genau so diese Ding. Krass. Und der hätte das einfach mit Frau gemacht. Mhm. Der hat mit seiner Alexis Renner diese Videos gemacht. So. Ja, krank. Ja, stimmt, aber der ist ja auch durch die Decke gegangen. Ja. Also er hat das erfunden. So. Ja, der ist ein ganz anderer Grund. Aber so für mich ist auch so, klar, du machst halt Videos und so, aber hast du immer so ein Idol? So, weißt du, warum du überhaupt etwas angefangen hast? So, ob es jetzt Cristiano Ronaldo vielleicht für dich war und du vielleicht auch seine Persönlichkeit oder seine Charaktere, die du von dem, sag ich mal, gelernt hast, in deine Arbeit gebracht hast. So, hattest du sowas? Also ich sag mal so, ich habe Fußball halt mit Filmen verbunden, weil ich Benzema seine Videos gesehen habe. Okay. Stimmt, der war ja so, glaube ich, mit der Erste. Ja, er war der Erste. Der war der Erste. Der hat das schon 2012 oder so gemacht. Ja. 13. Und das ist halt so ein Ding. Wenn du jetzt diese Fußball und diese Videos machst, ne? Also jetzt als Thema siehst, das war ja immer so, boah, hat er das jetzt gerade wirklich gemacht? Ja. Hat er jetzt gerade wirklich mit seiner Kette geflext? Ja. Mit seinen Autos geflext? Weil das war ja immer so, boah, bis du etwas machen darfst. Ich weiß noch ganz genau, früher, als ich selber noch hauptberuflich Fußball gespielt habe, du hast immer Angst gehabt, Sachen zu posten, weil dann sieht der Verein das, dann sieht dein Trainer das und dann wirst du direkt in eine Schublade gesteckt. Das Ding ist, er hat es halt so clever gemacht, wenn man so überlegt, weil er hat einfach damit angefangen und nie aufgehört. Genau. Er hat einfach diese Videos die ganze Zeit gepostet. So und ich fand, der hat es am cleversten halt angefangen, wo der dann gesagt hat, okay, ich mache diesen Lifestyle, aber ich zeige den Leuten auch, ich gehe erstmal trainieren, ich gehe erstmal laufen. Ich gehe erstmal das machen und zeige den Leuten, was für ein Ackerer ich bin. Und dann, dadurch kriegst du ja diesen ganzen Leister, den ich dann fühle, weißt du? So, das ist halt immer so schwierig und viele Leute trauen sich bis heute nicht, das so zu machen. Vor allem in Deutschland, muss man sagen. Ne? Ja, in Deutschland ist wirklich, wir sind ein sehr... Aber Deutschland ist halt auch wieder mit den Medien und so. Ja, genau, das ist der Tod. So, ja. Also wenn du in Deutschland dich traust, keine Ahnung, da musst du überlegen, was für ein Bild du postest, nachdem du gewonnen hast oder was für ein Bild du postest, nachdem du verloren hast. Oder ob du dann überhaupt posten darfst, weil die Fans sagen dann, wie kann der irgendwas posten? Die haben doch gerade 3-0 auf den Sack bekommen. Ja. So, das ist halt diese deutsche Mentalität, ne? Streng, gerade und ne, alles rum und dran. Aber guck mal, bei ihm so, wenn du jetzt so zurückblickst, du kannst gar nichts mehr sagen, so, weil der Mann hat Ballon d'Or gewonnen. So. Du kannst eh nichts sagen, der war die ganze Zeit bei Real Madrid. Ja. So, der war da die ganze Zeit auf höchstem Niveau. Hat seine Tore immer gemacht. Immer. So, am Champions League. Ja. Was hat er 5-mal gewonnen? Ja, glaub, fünfmal. Der hat alles jedes Mal mitgenommen. Kannst nichts sagen. Ja. Und der war immer auch im Schatten von Ronaldo. Mhm. Dann ist er einmal aus dem Schatten rausgekommen und dann ist einfach noch ein neuer Benzema rausgekommen. Ja, also, das ist schon heftig. Naja, aber. Was haben wir noch für Themen aufgeschrieben? So? Ja, du hattest noch mal welche, ne? Ich habe mir noch aufgeschrieben, so für Leute, die das jetzt gucken so und die gar nicht checken, wer wir sind. So. Ja, Mann. So, dass jetzt über mich haben wir genug geredet, so ein bisschen, was du machst. So. Boah, also wie gesagt, ich mache... Ich hab ja auch viele Leute, so die jetzt, keine Ahnung, meine Freunde sind oder von meinem Insta oder so kommen. Und die nicht wissen, wer ich bin oder was auch immer. Die haben jetzt, was haben die, 45 Minuten gewartet? Es gibt ja noch ein paar mehrere Podcasts, wo ein bisschen mehr auf mich eingegangen wird und wo ich ein bisschen mehr erzähle. Ja. Bei mir, ich sag mal so, ich bin vor allem echt im Marketing tätig, so, ne? Ob es jetzt Social Media Marketing ist, ob es jetzt generell Marketing auch für Fußballer ist und eigentlich Marketing auch für Brands und so. Und das hat halt alles angefangen mit der Modemarke, die ich jetzt hier auch hier anhabe. Ne, YFM. Dazu kann ich eine kleine Geschichte erzählen, aber ich glaube, darauf gehen wir noch mal genauer ein, wenn die Jungs auch mal hier sind und wir mal mit denen auch mal quatschen. Auf jeden Fall. Weil wir haben echt eine geisteskranke Geschichte, muss ich sagen. Ja. Also ist schon, auch mit diesem Einbruch und so ist safe. Ja, das wird sehr, sehr lustig. Also diese Geschichte, die Jungs sind noch echt super korrekt. So, ja. Ich kenne die jetzt, seitdem ich 12 Jahre alt bin. Mhm. Musst du dir vorstellen,
die zwei Jungs, da habe ich immer noch Fußball gespielt, haben das dann gegründet damals. Das war dann, ja, ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Ist jetzt das dritte Jahr, also vor 3 Jahren, keine Ahnung jetzt. Ist jetzt zu kompliziert, ist darüber genau das richtige Datum rauszufinden, aber darüber reden wir eh nochmal. Ja, ja. Und ja, damit hat es halt so angefangen, dass wir dann Klamotten gedroppt haben und alles drum und dran. Und ja, so ist halt dieser Weg halt angefangen. Ne? Dann hatten wir halt viele Kollegen, also ich hatte viele, viele Kollegen, die Jungs hatten natürlich auch viele Kollegen, die uns dann halt auch supportet haben. Ja. Am Anfang halt. Ob es Videos teilen ist oder Kollektion teilen und alles drum und dran. Ja, und dann sage ich mal so, dann hat es irgendwann seinen Lauf genommen. Wurde immer größer und größer. Wir sind immer noch in einem langwierigen Prozess. Da jetzt komplett durchzustarten und zu sagen, ey, wir sind jetzt das neue Zara oder was auch immer. Oder was unsere Ziele halt auch sind, darauf gehen wir auch später nochmal ein. Aber so, das ist halt so das Erste, was ich jemals gemacht habe nach dem Fußball. Ne? Und der Cut kam bei mir halt relativ schnell. Du musst dir vorstellen, ich habe da noch Regionalliga gespielt im Nordosten, also Regionalliga Nordost. Für viele, die das kennen, die wissen, dass da sehr viel. Was ist das? Also ich kenne mich ja gar nicht aus. Ja, okay, du hast halt die Bundesliga. Du hast so, was ist das von erste, zweite, genau, dritte, so etwa fünfte Liga, oder? Nee, vierte ist das. Vierte. Du hast die erste Bundesliga, du hast die zweite Bundesliga, du hast die dritte Liga und dann hast du die Regionalliga. Okay. Und die Regionalliga, musst du dir vorstellen, gibt es einmal im Nordosten, einmal im Südwesten, einmal im Norden und einmal in Bayern. Ja. So, man sagt immer, Regionalliga West ist die stärkste. Da habe ich halt angefangen bei Alemannia Aachen damals. Das war mein erster Vertrag, dann war ich halt in Halberstadt, Nordost. Ja. Und dann bin ich noch zu Koblenz gewechselt, das ist dann Südwest. Das heißt, ich habe 3 von diesen 5 halt auch gespielt. Und damals halt noch, als ich noch in der Jugend war, sage ich mal, U19, hatte ich halt schon in der dritten Liga gespielt, bei Fortuna Köln. Aber habe jetzt nur Pokalspiele gehabt und in der Meisterschaft habe ich leider nicht gespielt. Und dann kam halt für mich irgendwann der Punkt, so, wo ich gedacht habe, so, irgendwie, ich liebe diesen Sport, aber ich habe das als Hobby angefangen und das ist alles andere als ein Hobby. No. Alles andere. Was ich hier gerade mache, ich habe dann früh meine Familie aufgegeben, sage ich mal. Ich bin immer weg gewesen dann. Ich habe in Halberstadt gewohnt, da sind meine Eltern in die Schweiz gezogen, das sind dann ungefähr 7-8 Stunden Unterschied. Habe dann alle meine Leute hier gelassen, so, weil ich einfach einen Traum jagen wollte, weißt du? Ich sage ja auch immer so Dream Chaser, so, ne? So nenne ich mich ja selber, so nennen mich ja auch viele Kollegen, sage ich mal, so Dream Chaser, so auch um mich so ein bisschen hops zu nehmen, weil ich das halt einfach so sage. Aber so Dream Chaser ist so mein Begriff. Ich habe wirklich alles aufgegeben, um es halt irgendwann dahin zu schaffen, zu sagen, ey, ich bin jetzt wirklich im bezahlten Sport und verdiene jetzt wirklich, kann meine Familie ernähren, alles drum und dran, so zu Hause, mein Vater, meine Mutter, die müssen irgendwann nicht mehr arbeiten wegen mir und so. Und auch meine Jungs kann ich alle mitnehmen. Aber dann war ich halt da im Nordosten und die Leute, die da schon mal gespielt haben, die wissen, wie es da abläuft. So, das ist kein Fußball. Das ist alles andere als Fußball. Das ist nur Gelaufe, das ist nur Geschreie. Und du hast halt auch sehr viel, ist einfach ein Fakt. Leider Gottes ist es einfach noch so, dass du da sehr viel Rassismus noch hast. Also da sind mir halt, hatte ich sehr viele Geschichten, wo ich auf dem Platz war, wo ich dann halt, ne, als N-Wort beleidigt wurde und alles rum und dran. Und ich mich halt schwer konzentrieren konnte, überhaupt noch Fußball zu spielen. Irgendwann wächst dir halt ein Fell. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, in Köln aufwächst, natürlich, du bekommst schon Rassismus mit, aber nicht so stark wie da. Da sind halt wirklich in einer Mannschaft, ich bin halt am ersten. Was ist das, Norden? Nordosten, das ist. Nordost. Du musst dir vorstellen, Leipzig, ja. Diese Ecke, Dresden, Chemnitz, Zwickau. Okay, so, das hört sich ja schon echt hart an, so, weißt du? Diese Ecken, das sind wirklich da. Da siehst du, boah, ich will jetzt gar nicht so wirklich sagen, aber da siehst du gefühlt fast kein Dunkelhäutigen. Nee. Da siehst du ein paar Ausländer, aber halt wirklich gering. Und die sind ja auch von der Mentalität ganz anders als wir. Die nennen es auch Ossis und Wessis. Nee. Das heißt, wir hatten so Spiele und so im Training und da war es halt so Ossis gegen Wessis. Im Training, aber nicht so diskriminierend gemeint, sondern wir waren dann so eher Spaß, es gibt ja eigentlich so alt gegen jung. Ja. Das heißt, die Ältesten spielen dann gegen die Jüngeren im Training. Und da hast du immer so hitzige Situationen da. Und da hatten wir immer Wessis gegen Ossis, weil wir hatten halt so viele Spieler, die auch aus dem Westen gekommen sind, ein paar aus Frankfurt. Berlin ist theoretisch auch noch der Westen. Also du hast einen Teil von Berlin, der nicht als Osten gezählt wird. Okay. So Neukölln, Schönefeld und so, weißt du? Ja. Das wird dann halt nicht als, wenn ich weiß jetzt nicht, ob ich komplett richtig rede, aber Neukölln auf jeden Fall, Kreuzberg und sowas. Das ist so der Westen. Und Osten hast du dann, wenn da so Marzahn und so. Ja. Weißt du, das ist dann halt so, ne, so von, das hat halt was mit der DDR und der BRD so zu tun. Ja, aber wie gesagt, dann war ich halt da ging es mir auch wirklich gut, auch wenn ich am ersten Tag da angekommen bin. Und ich komme in die Kabine rein, ich weiß noch ganz genau. Ich habe am ersten Tag habe ich im Hotel gepennt. Mit meinem, einen sehr guten Freund von mir, Batikan heißt der. Der war halt Türke, wie man dann hört.
ich und er, wir waren, ich der einzige Schwarze, er der einzige Türke zu dem Moment. Nee. Wir kommen in die Kabine rein und ich sage dir, also es ist kein Spaß, ne? Jeder Mensch, 1,85 groß, blond, blaue Augen. Jeder. Jeder. Und ich dachte mir so, ist das gerade normal? Also klar, ich habe ja nichts gegen Deutsche, ich kenne ja Deutsche ja, mein Leben lang so, ne? Aber wie kann es sein, dass so viele Menschen gleich aussehen und auf einem Niveau Fußball spielen? Nee. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das war für mich so, ich gucke dem Batti damals so an, der guckt mich so an und wir haben uns dann in so eine Ecke gesetzt, wo unser Platz halt fertig war. Wir haben uns halt direkt nebeneinander gesetzt und das war für uns so voll der Schock. So, und die sind halt alles, ich muss also, das muss ich nämlich komplett sagen, das sind nicht alles Rassisten oder so, was auch immer. Die sind halt, die wachsen halt anders mit dem Thema auf. Ja. Weißt du, für die ist das halt einfach nicht normal, sage ich mal. Aber die sind komplett die herzlichsten Menschen und alles rum. Also die Jungs, die ich da kennengelernt habe, alle astrein, so, weißt du, die waren auch nicht der Grund. Ja, und dann lief es da halt auch sehr gut, ne, um jetzt noch die Geschichte weiterzumachen, dann lief es echt sehr gut so am Anfang. Wir haben halt DFB-Pokal gespielt gegen Union Berlin. Also ich habe jetzt schon meine Karriere zweimal gegen im DFB-Pokal gespielt, einmal gegen Union und einmal gegen Bayern München in der Allianz Arena. Und dann hatten wir den DFB-Pokal, ich habe jedes Spiel gespielt auch, alles drum und dran, mein Trainer war top, alles cool. Dann kam auch noch ein anderer Schwarzer bei mir, zu mir in die Mannschaft, zwei sogar. Der eine, Michael, das ist der Bruder von Stefan Ambrosius, der wird auch wahrscheinlich mal hierhin kommen. Ja. Der spielt jetzt, glaube ich, bei Karlsruhe, eigentlich beim HSV. Und Kimbi, der ist auch eine interessante Persönlichkeit, so, ne? Der hat gerappt, gleichzeitig hat er aber auch Fußball gespielt auf Regionalliga-Niveau. Okay, weißt du so? Also ja. Es war schon so interessant so zu sehen. So. War eine coole Truppe. Aber dann irgendwann habe ich mich da verletzt. Und ich sag mal so, wenn du verletzt bist, dann bist du viel alleine. Du trainierst nicht mit der Mannschaft. Bist oft allein in der Reha und alles drum und dran und dann wirst du richtig einsam, so, weißt du? Und dann dachte ich mir so, okay, boah, das gefällt mir alles irgendwie nicht mehr so. So, wie alt bist du gewesen, wo du aufgehört hast? Das war jetzt vor 2,5 Jahren. Ja. Also mit 21, 22 so. Ja. Und dann hast du direkt mit YFM gewonnen. Ja, das ist halt so ein geisteskranker Kontrast gewesen, weil ich bin ja von Halberstadt sozusagen geflüchtet, so, weißt du? Mhm. Ich dachte, ich kam nicht mehr klar, weil ich bin auf der Straße gewesen. Das ist auch so eine Geschichte, die wissen jetzt halt eigentlich nicht so viele. Aber ich bin auf der Straße gewesen, ich war einkaufen und da wurde ich einfach von so einem fetten Hund angegriffen. Ah, stimmt, das hast du mir erzählt. Ja. Von so einem fetten Hund angegriffen und ne, das waren halt so zwei ältere Herren, die haben den halt so auf mich gehetzt. Ich weiß noch ganz genau, da habe ich die meine Tüten fallen lassen und bin ich einfach zu meinem Kollegen gesprintet, der hat die Tür direkt aufgemacht und dann... Bro, warte mal kurz. Ist die Kamera aus? Okay. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei den Hunden wahrscheinlich, ne? Hast du da aufgenommen? Ja, ja. Ich war bei den Hunden stehen geblieben. Bin jetzt ein bisschen Faden verloren, aber ist egal. Ich glaube, ich krieg das wieder schnell hin. Genau, dann kam es halt mit den Hunden, wo ich dann, die dann gehetzt auf mich wurden, also die, der auf mich gehetzt wurde. Und dann habe ich auch direkt damals meinem Berater gesagt, so, ey, ganz ehrlich, ich muss nach Hause. Hm. Ich brauch irgendwie wieder die Nähe zu meinen Eltern, zu meinen Freunden. Und ja, dann bin ich wieder nach Köln gekommen. Bin dann zu Koblenz gewechselt und ja, den Rest, glaube ich, reicht, oder? Den kann ich das nächste Mal erzählen. Hm. Dann gehen wir ein bisschen mehr darauf ein. Ja, ja, wir haben ja noch genug Zeit. So. Ja. Einfach noch das andere, du machst ja nicht nur, du machst ja Kleidung. Ja. Und du machst ja auch noch, du hast noch diese Events. Genau. Du machst Events noch. Ja, also ich habe halt mehrere Sachen, die halt alles so ein bisschen zusammenhängen, vor allem im Marketing, so wie man etwas so aufbaut, wie man etwas groß macht, wie man etwas an die große Glocke bringt, sage ich mal, ne? Und irgendwann hat das halt auch so mit Events angefangen, wo ich dann gesagt habe, ey, das, ich hab das zwar nicht studiert, aber so irgendwie finde ich das geil. Mhm. So klar, auch in der Zeit, wo man dann Fußball gespielt hat, ist man dann halt auch schon oft rausgegangen, sage ich mal. Und hat mal ein paar Wasser getrunken und so, ist mir ein bisschen länger geblieben. Nach einem gewonnenen Spiel, ne, muss man dazu auch sagen. Und ich hatte halt immer so schon so einfach, das hat mir einfach Bock gemacht mit den Jungs, weil ich sag mir so, du kannst mit Jungs viel erleben und so, aber es sind einfach so Erinnerungen, die auch für immer bleiben, weißt du? Mhm. Und das war einfach so geil. Und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, so, ich möchte jetzt auch für andere Menschen geile Events planen, wo die auch für immer Erinnerungen haben. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, ob die Musik geil ist, ob die Leute cool sind, ob alles drum und dran muss einfach passen. Damit, weil ich finde es einfach geil, wenn jemand sagen kann, ey, geil, dank dir hatte ich heute eine geile Nacht oder dank dir hatte ich heute ein geiles Event. Mhm. So, und das war einfach so, wo ich gesagt habe, ey, da finde ich mich echt super wieder zurecht, was mir auch echt unfassbar Bock macht. Und das mache ich mit einem sehr guten Kollegen von mir und der, ne, mit ihm bist du halt auch viel im Austausch, klar, es ist halt nicht oft im Monat so, weil wir das schon gucken, dass wir ein bisschen exklusiver bleiben,
Aber ja, das hat dann auch irgendwann angefangen, aber das ist erst vor kurzem, das hat seit 5 Monaten angefangen. Und da hatten wir auch viele Live-Acts, ne? Das macht halt auch vor allem Bock, dann so, ne, den Leuten sozusagen wie kleine Konzerte zu zeigen. So, ob es jetzt dann Freunde sind, die dann Rapper geworden sind, also die dann Rapper geworden sind, und oder ob es dann Fremde sind, wo du dann halt gut mit den Managern bist, oder ob du dann halt Partner hast, die dann halt den und den vorstellen und die das halt möglich machen. So ist halt ein Konstrukt aus vielem und das ist sehr vielfältig. Und mir gefällt das einfach, Sachen zu machen, so, die nicht klar sind. Weißt du, wo du vielleicht das Ziel jetzt noch gar nicht siehst, aber das Ergebnis, du willst es unbedingt hinbekommen, egal wie. So, und du hast halt viele Parameter, die du dann haben musst, damit ein geiles Event zustande kommt. Was die meisten Leute gar nicht sehen, die denken sich einfach, ja, okay, poste das mal ein paar Mal und dann gehst du dahin, hab Spaß, tanz ein bisschen und dann gehst du wieder nach Hause. Aber so die Leute, die mich kennen, die wissen schon, wie anstrengend das manchmal ist, dann so unter der Woche die Sachen zu planen, wer dann dahin kommt, die Leute, ne, das Motto und alles drum und dran. So, das ist nochmal so ein anderer Film, den ich auch jetzt erstmal so, ne, im Prozess um Prozess halt checke. Und ja, das ist auch echt eine coole Situation manchmal, wenn du dann da so bist und so denkst, okay, das habe ich jetzt gerade auf die Beine gestellt, so ein Mini-Konzert oder so. Ja, und dann kommen halt noch ein paar, also zu dem, was ich noch mache, so, ne, jetzt neben den Sachen, wir haben jetzt einen krassen Cut, so was das angeht, aber dann mache ich halt auch viel so mit Kooperation und Social Media halt, für viele Profifußballer auch, mit denen ich dann halt auch sehr eng zusammenarbeite, sage ich mal. Und das läuft dann halt meistens durch Freundschaften halt, fängt das dann halt an. Und bietet denen halt so etwas an, was die halt selber noch gar nicht kennen. Also wie geben die sich selber ein Gesicht auf Social Media? Ob es jetzt dann nur der Fußballer ist, der Fußball spielt und bekannt wird, weil er 10 Tore schießt die Saison? Oder ist es jetzt ein Fußballer, der bekannt wird, weil er einen coolen Style hat, eine coole Persönlichkeit hat, also einfach einen geilen Charakter drumherum hat, zeigt, wie es ist, so als Leben eines Fußballers, ne? Vielleicht auch manchmal die Schattenseiten zeigt, die schönen Seiten zeigt. So, und das ist halt das Branding, was für mich bei vielen Fußballern halt sehr zu kurz kommt, weißt du? Oder bei vielen Athleten oder vielen Leuten des öffentlichen Lebens, weil die sich gar nicht nahbar machen. Ja, und ich gebe da halt, arbeite da halt, wie gesagt, mit vielen Sportlern zusammen oder vielen, wie man das jetzt auch nennt, Influencer, habe ich jetzt, ne, hat man dann halt auch da drin. Und ja, dann vermarktet man die halt, ne, mit. Und das ist für mich auch so, so interessant. Da haben wir ungefähr so eine Parallele, da arbeiten wir ja beide so mit, auch mit Sportlern Ja, zusammen und so auf und jeden Fall. sowas. Und da siehst du ja wirklich, wie das alles so ist, so, ne? Und ja, aber wie das dann halt dazu gekommen ist, wie der engere Kontakt dazu ist, das wäre wirklich mal interessant, darüber zu reden, wenn der eine oder andere Gast mal hier ist. Damit fordere ich auch viele auf, ne? Nach diesem Video werden sehr viele davon hören, dass sie jetzt hier hinkommen werden und wir mit denen reden können, damit die auch mal aus ihrer Sicht das so erzählen, wie das dann so zustande gekommen ist, wie dann die Connection gekommen ist. Viele denken ja auch zum Beispiel, ich bin, keine Ahnung, Spielerberater oder so. Und deswegen habe ich so viele Freunde als Fußballer oder so oder was auch immer so. Das ist einfach wirklich gar nicht der Fall. Das ist auch oft Zufall, ehrlich gesagt. Wie es dann dazu kommt und ich glaube, darauf können wir dann nächstes Mal eingehen. Oder was würdest du sagen? Ja, safe, safe. So, ich glaube, Ich glaube, es ist gut für die erste Folge mal, ja, 100%. damit die Leute uns ein bisschen kennengelernt Ja, haben, so. ja. Und ich würde mal sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge. Auf jeden Fall. Die ja vielleicht auch gleich schon gedreht wird mit den Jungs, so, ne? Vielleicht, ne? Wissen Genau. wir nicht mal, wenn die jetzt vom Essen zurückkommen oder was auch immer die jetzt machen, ob die Bock haben. Ich hoffe schon, wenn nicht, zwingen wir die. Deswegen würde ich mal sagen, say Say less. again.